Kommen Ihnen vielleicht ein bisschen ungelegen, meine Herren, aber im Sinne von Mr. Theo muss Nochmal ich... Nochmal schieße ich nicht vorbei. Oh. Dieter Hallervorden in einer turbulenten Kinokomödie. Achtung, Kommissar, es ist soweit. Ach, du lieber Harry. Ach, du lieber Harry. Ach, du lieber Harry. Oh. Harry, noch einmal. Sind Sie der Bischof aus Regensburg? Oh, nein, 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 ich bin nicht aus Regensburg. Oh, Erfolg gehabt? Ja, ich hab's gefunden, aber der Zoll kommt gleich und ich hab doch keine Papiere. Da muss ich mir für einen Moment dünne machen. Ja. Man stelle sich vor, zwei Ganoven, die mopsen ein weißes Kaninchen. Denn das Vieh sitzt mimmelnd, wie sonderbar, auf dem Bild von Herrn Renoir. Und dann wird ein Hase gekidnappt, mein jetzt ein Zahn und nicht das Kaninchen. Sie kommen. Ich nehme dieses Tuch, enthalte es, immer noch sind meine Hände leer. Und jetzt, zieh, balla, balla. Ah! Oh, Vater, helfen Sie mir. Ich bin noch unschuldig. Oh. Schämen Sie sich. Meine Damen, ich bin der Direktor dieses Hotels und niemand kann sagen, dass ich prüde bin. Aber was zu weit geht, geht wirklich zu weit. Nichts gelebt, Remis. Kripo. Hä? Was denn? Wo? Die filzen mir Pfeile. Scheiße. Ach, ist das schön. Nichts gelebt, Remis. Wo sind die Moneten? Wenn die Fassen und alle saures Kriegen. Stehen, du Mistvieh! Das Kaninchen. Wo ist das Kaninchen? Mein Professor im Labor. Hiermit überreiche ich Ihnen, wer sie verträgt. Das gibt's doch nicht. Doch die Leiche hat eine riesen Nummer drauf. Sie steht ganz einfach wieder auf. Haben Sie Vertrauen zu mir? Ah, das ist natürlich. Ja? Was denn? Ein bisschen zärtlicher könnte dieser neue Harry schon sein, oder? Später, Liebling, später. Du warst ja am ziemlichen die Ausstellung. Benno! Ach, du lieber Harry. Wenn Sie mal wieder herzhaft lachen wollen, wir laden Sie ein zu einem großen Kinovergnügen. Ach, du lieber Harry. Ach, du lieber Harry.